Bei Ausgrabungen in Mexiko fand ich sie in einem goldenen Schrein. Diese alte Landkarte, die den Weg zur verschwundenen Stadt beschreibt. Den Weg nach Taipiti, der alten Maya-Stadt, die nicht von den Eroberern geplündert wurde und die der Sage nach der Sitz der Götter sein soll. Zuerst konnte ich es nicht glauben. Viele Abenteurer und Forscher vor mir hatten vergeblich versucht, die Stadt zu finden. Keinem ist es gelungen und mancher zahlte einen hohen Preis. Und nun kämpfte ich mich durch den Dschungel und schien kurz vor dem Ziel zu sein. Vor mir tauchte eine Lichtung auf und tatsächlich, dort waren die Tore der goldenen Stadt Taipiti. Doch plötzlich gab die Erde unter mir nach und ich fiel in ein tiefes Loch. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und jetzt bin ich in dieser Höhle ohne Ausrüstung, ohne Karte, ohne Orientierung. Aber ich spüre einen Luftzug. Es muss einen Weg nach draußen geben.